Bomber, Nebula, Planet, Owen. Wow! Earthquake! Die Hilfe! Who? What's that? It's evil Bomber! Trapped in the underground for ages, evil Bomber has returned. Das ist meine Interpretation. Ah, darn! The energy from the Bomber capsules has been taken. The Bomberman must defend Owen from evil Bombers attack. Oh Gott, das ist ein langes Intro. Shoot! How do we get the capsules back? We'll beat you, evil Bomber. Ja, und das ist unser Auftrag hier in Bomberman für den Game Boy Bomberman 3 in der Serie. Wir warten auf die Nintendo Switch. Wir haben dies hier in unserem Retro-Beet gepflückt. Wir schauen uns die Version Story an. Es gibt, glaube ich, gar keine andere. Doch, Challenge. Aber wir bleiben beim Story-Modus. So, wir können hier, was ich sehr, 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 sehr schön finde, direkt zu Beginn eine Stage auswählen. Wir haben Holz, City und Eis. Ich würde sagen, wir beginnen mit Wood. Wenn wir es schaffen in der Zeit... Gucken wir uns die anderen auch nochmal an. Beat all enemies in this area. Juhu! Also, der Klassiker. Auf... Ah, ich mag dieses... Da ist mein absoluter... Das war jetzt ein Fail hier übrigens. Das ist mein absoluter Lieblingssound. Oh, hier so ein bisschen Stress direkt. So, Oh, sehr schön. Jawohl. Ein zweites Bömmchen. So, jetzt mach ich diesmal hier. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Das ist ein bisschen dümmer als bei der Bomberman 2 Version, habe ich den Eindruck. Ich bin manchmal echt extrem risikohaft hier. Oh, sehr schön. So. Wir haben 2 Bomben und die Reichweite für die Sterne sind auch 2. Das war jetzt ein bisschen blöd. Wir müssen hier ein bisschen einsperren. Na, das war jetzt noch blöder. Ja, eine nächste Bombe. Sehr schön. Gut. Clear. Aber ich würde sagen, wir werden noch die... Boah, mach mich nicht schwach hier. Wir werden noch die Blumen hier alle pflücken. Siehst du? Da haben wir noch ein Spezial gefunden. Jetzt ist unsere Reichweite besonders weit. Und würde sagen, wir gehen in den Ausgang. Ich finde, von der Steuerung her ist dieser Teil leicht flüssiger als die... Als Bomberman 2, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Bomb all enemies, Genitals. Was ist das denn? Hier gibt es irgendwie... Ah, okay. Wir haben ja einen Generator. Zack, zack. Wollen wir direkt mal hier 2 Bomben hinschicken. Aber ob das was bringt, das weiß nur wahrscheinlich der Bomberman. Jetzt haben wir schon 4 Bomben. Ach du lieber Gott. Und 4 als Reichweite finde ich schon mal sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es im ersten oder zweiten oder irgendwann in einem Video gesagt habe. Ich finde prinzipiell natürlich viele Bomben immer sehr schön. Aber ich nutze dies eigentlich eher zur Gegnerjagd oder zum Fallenstellen sozusagen. So, machen wir dich auch... Was war das denn jetzt? Oh, Leute, das ist aber nicht euer Ernst, oder? Ach, Kacke. So, nochmal neu starten. So. Jawohl. Du bleibst ganz schön da. So. Ja, Gott sei Dank. Gut, den Generator ist schon mal weg. Ja, wo willst du jetzt hin? Sehr schön. Schnuppdi-duppi-duppi. Die Musik ist echt gut. Also, gefällt. Ja, die hat was. Steuerung, wie gesagt, ist eigentlich ganz ausgezeichnet. Nicht nur eigentlich, sondern ist fast schon flüssiger als die andere Version. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Wie komme ich denn hier über die Brücke? Ja. Im Zweifel ist es halt den Baum fällen mit einer Bombe. Ich wollte gerade sagen, jetzt, wenn der nicht weggegangen wäre, er ist aber vorbei gewesen. Oh, direkt den Generator hier erstmal erledigen. Was ist jetzt? Hallo? Wollte er sich hier bei uns einschleimen, oder was? Schnuppdi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi. So. Ah, eine sehr, sehr schöne Version. Ich hab's schon gesagt, ich weiß, aber gefällt. So. Dieses Level hätten wir geschafft. Noch 1 Minute 17. Das war ja noch recht ordentlich an Zeit. Stupdi. Ja. Ein Warp-Pad oder was auch immer das war. Nö, nein. Na, verdammt. Bleib bloß auf der Seite. Jawoll. Ah, okay. Hier kann man es wieder befreien, das Warp-Pad. Dann machen wir das doch direkt mal. Und eine Bombe kriegen wir dazu. Sehr schön. Schnuppiduppididuppidei. Hui, hui. Das bringt da richtig Laune. Allerdings habe ich nicht so ganz mitbekommen, warum man die Blumen wegbomben muss. Möh, das war nix. Oh doch. Ja, das Glück ist halt mit dem Dummen, muss ich sagen. So, der Generator ist auch weg. Nein! Ach, das ist jedes Mal falle ich drauf rein. Gut, ich habe anscheinend noch ein Leben. Das war das letzte. Oh je. So, das ist schon mal erledigt hier. Haben wir noch ein Special? Ne, aber wir haben auch genug, muss ich sagen. Also, man muss ja nicht hier übertreiben. Aber wir würden ganz gern auch mal ein neues Special dazu. Hier haben wir nochmal so einen komischen Geist. Und einen Generator. Okay. So, der ist auch schon mal weg. Nein. Oh, auch ein schönes Game-Over-Screen. Das Spielkonzept ist so einfach. So einfach und trotzdem vertut man sich immer und immer und immer wieder. Kann manchmal leicht frustrierend sein, aber kann auch anspornend sein. Bomberman 3 auf dem Game Boy, hier im Retro-Beet. Ich danke fürs Zugucken. Schaut vielleicht nochmal in die anderen Bombermans rein, wenn ihr Spaß dran habt. Ja, das Videospezial zum Erscheinen von Bomberman R auf der Nintendo Switch. Wie gesagt, ist eins der Release-Titel und wir freuen uns drauf. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich mir das hole, aber ich denke, die Zeit wird's richten. So, aber jetzt lang genug geschwafelt. Danke fürs Zugucken. Bis dann, euer Perudo. Tschüss.